Kommen wir zum nächsten Punkt. Unser nächster Referent beschäftigt sich mit der IT-Landschaft für Messsysteme. Herr Ralf Hoffmann ist seit Mitte 2011 Vorsitzender des Vorstandes der Görlitz AG aus Koblenz. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren in den Themen Metering, Zählerfernablesung und Energiedatenmanagement für Görlitz. Ich sage Ihnen schon mal Hallo, möchte aber noch ganz viel zu Ihnen erzählen, weil Sie so viele Aufgaben parallel übernehmen. Neben der beruflichen Tätigkeit im Unternehmen ist Ralf Hoffmann in verschiedenen Verbänden und Standardisierungsgremien präsent und leistet aktive Mitarbeit in Standardisierungsfragen beim CVEI oder der Bundesnetzagentur. Als Vorstandsmitglied der Europäischen Herstellerorganisation ESMIC koordiniert er die Zusammenarbeit der 20 führenden Anbietern von Zählern, Technik und Dienstleistungen im Energiebereich. Im Rahmen des Standardisierungsauftrags M441 der Europäischen Kommission leitet Ralf Hoffmann heute die Arbeitsgruppe Kommunikationstechnologie, um einen einheitlichen europäischen Standard im Smart Metering zu erreichen. Wir sind gespannt auf Ihren Vortrag. Ich mache die Bühne für Sie frei. Viel Spaß mit Herrn Hoffmann. Ja, vielen Dank, Frau. Danke. Vielen Dank, Frau Grunewald, für die Anmoderation. Jetzt wollte ich eigentlich dem Herrn Klemann noch eine Antwort auf die Frage von dem oder den Vorschlag von Dr. Heul vorgeben. Sie hatten ihm noch mal die Aufgabe gegeben, wo jetzt diese Zähler oder diese Gateways oder die Messsysteme am besten dann auszubauen seien. Würde ich sagen, am besten im Zählerschrank. Also sind ja auch noch Diskussionen, die man im Moment hat. Ja, ich versuche mich zu beeilen und einen Rollout von 26 Folien in der halben Stunde hinzubekommen. Müssen wir nachher verzeihen, wenn ich vielleicht die ein oder andere überspringe. Wir haben heute sehr viel gehört schon über das Schutzprofil und das Gateway und die Administration und all diese Dinge. Wir sind auch im europäischen Umfeld unterwegs und ich war kürzlich bei einem unserer Kunden in Dänemark. Die haben auch Rollouts und Messsysteme, hat Herr Dr. Heul ja eben auch erklärt. Und dort hat man mich dann abends, saßen wir noch in gemütlicher Runde zusammen, gesagt, hör mal, du kommst doch aus Deutschland, du kannst uns doch bestimmt erklären, was ist denn dieses Schutzprofil? Was macht ihr denn da? Was hat das damit auf sich? Und dann habe ich auch versucht, in einem kurzen Abriss das zu erklären, was wir hier machen und habe berichtet, aus all dem, was wir beschreiben und die Gespräche, die wir alle haben, auch die ganzen Experten, die hier sitzen mit dem FNN und dem BSI und den Tokens und der PKI-Infrastruktur und wie wir das aufteilen. Und ganz früher hatten wir mal die Kommunikation im Zähler, das ist aber nicht mehr sicher genug. Jetzt haben wir das in das Gateway rausgetan, das ist das vielleicht jetzt auch nicht mehr sicher genug, komme ich später zu, mal noch woanders hin tun. Und ganz viele Dinge, die wir eben hier machen, und die Kollegen waren also hellauf begeistert und sagten, das klingt wirklich zukunftsorientiert, das klingt nach was, da baut ihr wirklich ja eine Technologieführerschaft auf, jetzt darf ich das Mikrofon nicht vergessen, habe ich mir eben sagen lassen, auf und haben mich dann gefragt, ja und wo seid ihr denn jetzt, auf welchem Stand seid ihr denn? Und da habe ich dann gesagt, ja, Papier haben wir schon, eine ganze Menge, und ja, in der Praxis haben wir aber meistens noch diese Ferraris-Zähler an der Wand. Und da gucken die mich ganz erstaunt an und sagten, ja, Ferraris-Zähler jetzt überall noch an der Wand. Und dann wollt ihr solche komplexen Dinge, da waren die so ein bisschen, habe ich gemerkt, da kippte so nicht die Stimmung, aber da kippte so das Verständnis und es klaffte so eine große Lücke. Und es wurde für mich immer schwerer zu beschreiben, was wir hier machen im Vergleich zu dem, wo wir heute eigentlich sind. Das hat mein Kollege Dr. Heul eben auch eindrucksvoll beschrieben, welche Herkulesaufgabe eigentlich dieses Gesamtszenario hat. Und hat jemand gesehen, wo ich den Knopf hingetan habe? Und ja, da stehen wir jetzt im Moment und da wurde mir das auch erstmal so bewusst, welchen technologischen Sprung wir eigentlich jetzt vor uns haben, von dem, wo wir herkommen und von dem, wo wir mal hin müssen. Ja, denn das sind, gut, jetzt nicht Jahrhunderttausende, die dazwischen liegen, aber da liegt schon eine ganze Menge dazwischen. Und jetzt gucken Sie mal diesen armen Kerl an, was wir dem jetzt beibringen müssen. Ja, wir müssen jetzt in den seinen Kopf, müssen wir jetzt sowas reinpacken, ja, und dem Bundesbürger erklären, wie man jetzt so das Schutzprofil
da reinbringt. Und das ist für mich schon eine faszinierende Aufgabe und faszinierende Frage, den Kunden mitzunehmen. Das haben Sie genau richtig zu sagen. Und für mich ist es so, als hätten wir dem Neandertaler versucht zu erklären, hör mal zu, Neandertaler, das ist ja jetzt schön hier so in deiner Höhle, aber irgendwann in der fernen Zukunft musst du dich auch mal um deine Privatsphäre-Einstellungen in Facebook kümmern. Gefällt Ihnen das? Gefällt Ihnen das? Ja. Ja? Ah, habe ich mal gedacht, dass Ihnen das gefällt, Herr Zeyer. Ja. Irgendwann müssen die Dinger mal da raus. Ja, und wenn die da raus müssen, dann müssen wir ja, diese ganzen, fassen Sie zusammen, die technologische Arbeit, die wir alle die letzten 2 Jahre geleistet haben, diese wirklich Tonnen von Papieren, es sind wirklich Tonnen, wenn man sie mal ausdrückt mittlerweile, zu beschreiben. Da müssen wir den Anwender irgendwann auch mal mitnehmen, warum wir das machen und was das für ein, ja, was das für eine Herkulesaufgabe ist. Gucken wir uns ein praktisches Beispiel an. Habe ich auch ein entsprechendes Beispiel mitgebracht, um ein bisschen näher zu dem hinzukommen, IT-Systeme oder IT-Integration, worüber ich hier sprechen sollte. Wir haben ein Projekt in diesem Jahr abgeschlossen bei einem dänischen Regionalversorgungsunternehmen, SEAS NVE, haben etwa 400.000 Kunden in Süddänemark. Da sind jetzt 400.000 Zähler installiert, alle mit PLC-Technik, ein Teil auch mit GPS-Technik. Das ist richtig, dieser hybride Ansatz, den braucht man unbedingt. Und wenn Sie mal auf die Datenmengen schauen, die da zustande kommen. In dem System werden täglich alle Lastgangdaten, also von allen Kunden, von allen Zählpunkten Lastgangdaten erfasst und sie werden automatisiert in ein Kundenportal gepackt und 5-mal am Tag aktualisiert für alle Kunden. Das funktioniert auch technisch. Ich gebe auch zu, wir haben 3 Jahre dafür gebraucht und hatten einige schlaflose Nächte, bis das mal funktioniert hat. Aber es funktioniert jetzt und wir schaufeln damit etwa 380 Millionen, Verzeihung, Milliarden, da kommt man bei den Größenordnungen auch durcheinander, Millionen, Entschuldigung, die Milliarden kommen weiter unten. Die Zahlen sind so groß, verzeihen Sie es mir, es ist teils unglaublich bis abartig, was dort an Datenmengen zustande kommt im Bereich Metering. 380 Millionen Daten, die dort jeden Tag zustande kommen, die ausgelesen, übertragen, eingelagert, gesichert und so weiter und so fort werden müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe an sich. Es hat uns als Hersteller und auch dem Anwender aber Erkenntnisse gebracht in diesem Rollout, zum Ende des Rollouts, die wir vorher so auch nicht erwartet hätten, auf die man auch nicht fokussiert hat. Wenn Sie mal gucken, diese Schnittstellen in der Intercompany Data Exchange, 12 Schnittstellen, das übliche Vorgehen, man baut ein solches System auf, synchronisiert sich mit dem ERP-System, mit dem MDM-System, mit dem Gerätemanagement, mit allem, was da drumherum ist. Und dann hat man voll ausgerollt und dann erkennt man plötzlich eine völlig andere Sicht. Dann hat ein völlig anderes Erkenntnisbild über das, was passiert. Sie sitzen dann zusammen mit 4 oder 5 Leuten. Die meisten von Ihnen kommen ja aus einem Versorgungsunternehmen. Stellen Sie einfach die Situation zusammen vor. Einer von Ihnen ist derjenige, der das MDM-System betreibt. Der hat in Zukunft auch so ein bisschen den schlechten Ruf bei Ihnen im Unternehmen, denn der wird oftmals als Rechthaber verschrien werden. Und dann haben Sie andere Leute drumherum, Sie haben einen Abrechner drumherum, Sie haben jemanden, der die Marktprozesse macht, Sie haben vielleicht den Netzmeister und Sie fragen sich in so einem Haus, das Sie versorgen, Sie fragen sich, versorgen Sie das? Ist da ein Zählpunkt von uns und welcher Zähler ist denn da drin und was für ein Tarifmodell hat der Kunde? Und dann fangen die einzelnen Beteiligten an, ihr Wissen zusammenzutragen. Der Abrechner guckt in seinem ERP-System und sagt, ja, das ist der und der Kunde und der Zähler, der ist dann und dann installiert worden. Und der Netzmeister sagt, nee, ich glaube, wir haben ein Jahr später den nochmal gewechselt. Das ist irgendwie anders.
Und am Schluss gucken Sie immer auf denjenigen, der das MDM-System betreibt, und der hat immer recht. Das ist keine so beliebte Rolle, der hat aber am Schluss immer recht. Denn wenn Sie all Ihre Messstellen automatisiert haben, haben Sie immer eine Verbindung zu jeder Messstelle. Sie sehen, was dort passiert, und Sie können das einfach nicht ignorieren. Ja, Sie bekommen einen Zählerwechselbeleg, vor 3 Wochen sei da ein Zähler gewechselt worden. Und das MDM-System sagt Ihnen das genau, ob der gewechselt worden ist oder nicht. Der sagt Ihnen auch, welcher Zähler da reingekommen ist. Der sagt Ihnen auch, wenn Sie sich die Daten genau angucken, an welchem Kabel das Objekt im Moment angeschlossen ist, welchen Schaltzustand Sie haben. Sie können die unterschiedlichen Spannungsverläufe pro Objekt so hintereinander legen, dass Sie das sagen können. Und deshalb hat das MDM-System zukünftig, wenn man ausrollt oder ausgerollt hat, eine ganz andere Aufgabe, nämlich die des Rechthabers. Wäre jetzt politisch unkorrekt formuliert, aber desjenigen, der am ehesten den tatsächlichen Stand in einer IT-Konfiguration beschreiben kann. Gucken wir mal auf die IT-Systeme in Deutschland und wie wir das hier machen. Diese Roadmap, jeder hat ja, bis auf die Kollegen, die heute Morgen, die wollten ja nicht ihre Roadmap so genau zeigen, aber jeder, auch im FNN, führen wir ja diese Roadmaps, was jetzt wann passiert, relativ genau nach. Wir haben auch unsere Einschätzung dazu, die korrigieren wir auch. Bislang haben wir sie immer so monatlich korrigiert. Heute Morgen habe ich gelernt, dass man sie jetzt täglich korrigieren muss. Ich habe auch, oh Verzeihung, jetzt habe ich falsch gedrückt. Ich dachte, das wäre ein Pointer. In der Mitte diese beiden, verzeihen Sie, dass ich jetzt die Messzugangsverordnung und die Einreizregulierungsverordnung jetzt nicht schon aufgeweitet habe auf die 5 Verordnungen, die wir heute Morgen gehört haben, wo glaube ich 4, also 6 sind es dann am Schluss, die dazukommen. Jedenfalls ist noch eine Menge Arbeit, bis es insgesamt mal funktioniert. Und aus unserer Sicht, und da bin ich jetzt ganz auf der Seite von dem Herrn Reichkowski, der heute Morgen einen aus meiner Sicht ganz wichtigen Punkt ins Spiel gebracht hat, und das sind die Marktprozesse und das sind die Konfigurationen darum und das sind die IT-Systeme, in die das integriert werden muss. Das KDP, wie er es beschrieben hat, die Kommunikations- und Diensteplattform, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ohne den können wir diese Messsysteme nicht benutzen oder nicht bestimmungsgerecht benutzen. Wir können sie mit Sicherheit irgendwie anders benutzen. Dann eine Folie, die ist ein bisschen erklärungsbedürftig. Zur Kosten-Nutzen-Analyse haben wir ja alle trotz hinreichender Nachfrage dann nichts Konkretes gehört. Dann will ich wenigstens mal etwas Konkretes zu den Kosten sagen, wobei das jetzt auch bitte nicht wörtlich zu verstehen ist. Ich habe eine Konfiguration aufgemalt, wie wir uns jetzt in der Entwicklung, wir sind ja jetzt die, wie Landesengier und andere Unternehmen auch, die müssen jetzt diese Technologie entwickeln, solche Gateways. Ich habe mal eins mitgebracht, das ist also praktisch nicht ganz so groß. Ich stelle das mal hier hin, dann kann die Kamera vielleicht mal das zeigen, wie groß das dann wirklich ist. Also so ein Gateway oben in der Mitte. Wenn ich da jetzt Eurozeichen und Preise dran geschrieben habe, dann soll das jetzt kein rechtsverbindliches Angebot sein. Bitte schicken Sie keine Bestellungen für solche Systeme zu diesen Preisen jetzt zu uns. Da geht noch ein bisschen mehr Detailarbeit hinein. Ich wollte nur, dass man mal so ein Gefühl bekommt, was man alles machen muss und wie ein solches Messsystem aussieht. Also Sie haben auf der rechten Seite, fängt es an mit den Zählern. Da gibt es heute welche ohne TLS und zukünftig müssen wir welche haben mit TLS. Die gibt es aber heute noch nicht, die müssen noch entwickelt werden und die müssen dann auch entsprechende Zertifizierungen haben. Dann hat man im Gespräch einen Adapter, um die alte Welt an die neue anzubinden. Dann gibt es dieses Smart Meter Gateway in der Mitte. Das hat für sich einen Preis. Wie gesagt, das ist so ein Smart Meter Gateway, kann auch anders aussehen, größer sein. Dann gibt es diesen Begriff TOE, Target of Evaluation. Das ist also der Teil des Gateways, der dann zertifiziert werden muss. Das ist ein Prozess, wo ich jetzt ehrlich sagen muss, wo die Praxis der Evaluierung doch etwas unterschiedlich ist zu dem, wie man das uns in der Theorie vorher erklärt hat. Also die praktischen Fragen der Evaluatoren und Prüfstellen, die gehen doch etwas tiefer, als wir das ursprünglich angenommen haben. Und das geht, denke ich, auch den anderen Herstellern so. Technisch aber lösbar, also keine unlösbaren Aufgaben, aber es wird etwas teurer werden wahrscheinlich, als man ursprünglich mal angenommen hat.
weil diese Zertifizierung doch schwieriger ist. Deshalb habe ich da mal unterschiedliche Kosten hingeschrieben. Wenn so eine Evaluierung zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro zum Beispiel kostet, müssen Sie die auch wieder auf Stückzahlen umlegen. Also man kann dieses Gateway ungefähr bepreisen, diese Evaluierung bepreisen. Da muss man irgendwie ein Display dem Kunden zur Verfügung stellen. Das werden wahrscheinlich Smartphone-Applikationen sein, die kann man auch bepreisen. Dann muss man Kommunikation haben. Das hat uns jetzt auch ein bisschen erstaunt, dass in dem Evaluierungsverfahren wurde zum Beispiel klar gesagt, man darf als Gateway nur ein IPv4-Verfahren und kein DHCP, also keine dynamischen IP-Adressen, sondern nur feste IP-Adressen und IPv4 machen in der Praxis. Das riecht sehr deutlich danach, als müsste man dann in der Liegenschaft am Zählpunkt noch einen separaten Router Firewall aufbauen, um die Adressvergabe dann Richtung des Kommunikationsnetzes wieder dynamisch zu machen, weil das vom BSI vorne nicht zugelassen ist. Dann hat man irgendwie eine Konfiguration an der Messstelle und dahinter eine Konfiguration in der zentralen IT. Und hier haben wir jetzt in der Systementwicklung, jetzt muss ich mich leider, so war meine Frage heute Mittag auch zu verstehen, ich würde nicht davon ausgehen, dass jetzt Marktrollen des Gateway-Administrators und des Gateway-Managers irgendwie auseinanderfallen, aber logisch in einer Software müssen die natürlich auseinanderfallen. Wenn Sie einen Dienstleister mit der Administration, sprich mit dem sicherheitsgeprüften Einspielen von zertifikatsbasierten Konfigurationen, Konfigurationen in ein Gateway beauftragen, dann müssen diese Aufträge ja irgendwie auch zu diesem externen Dienstleister kommen. Die können Sie dann nicht per Fax dahin schicken. Ja, das muss also alles in eine IT irgendwie eingedacht werden und deshalb ist letztlich in einer solchen Kommunikations- und Diensteplattform oder IT hat man doch eine solche Rollenfunktionstrennung. Ja, so ungefähr kann das aussehen und dafür muss man jetzt die IT bauen. Fangen wir damit mal an. Das Bild kennen Sie alle. Ich habe es ein bisschen auseinandergezogen wegen dem 16:9 Format der Präsentationen hier. Wir haben mit sehr viel Arbeit drei Schnittstellen spezifiziert oder zwei von dreien. Die Hahn-Schnittstelle ist im Moment noch so ein bisschen außen vor, aber für die Warn-Schnittstelle gibt es sehr exakte Spezifikationen, welche Protokolle zu verwenden sind. Das ist absolut interoperabel gestaltet, können wir bestätigen. Das entspricht auch den entsprechenden europäischen Mandaten und das ist sehr vernünftig. Auch für die LMN-Schnittstelle in Richtung Zähler ist das sehr vernünftig gemacht und sehr genau spezifiziert. Um diese Dinger jetzt aber einbauen und betreiben zu können, das ist jetzt die schlechte Nachricht für das BSI und für den Herrn Klemann, fehlen noch zwei ganz wesentliche Schnittstellen an dem Smart Meter Gateway. Die sind einfach vergessen worden. Damit man die also in den Markt bringt und einbauen kann, braucht das Smart Meter Gateway noch eine Schnittstelle zu einem Anrufbeantworter und zu einem Faxgerät. Warum zu einem Anrufbeantworter und einem Faxgerät? Weil, ja, das Schmunzeln zeigt mir, dass Sie verstehen, was ich sagen wollte, die Umsetzung von Marktprozessen heute, also die MAKO, Marktkommunikation, in der Praxis immer noch nicht ohne diese beiden Geräte funktioniert. Das heißt, eine hundertprozentige Automation der Marktkommunikation haben wir heute nicht. Wir sollten sie haben, sie ist aber nicht da. Ein solches Gateway funktioniert aber nur mit einer 100% automatisierten Marktkommunikation. Denn ein großer Teil der Stammdaten, die in das Gateway müssen, die müssen zwischen Marktpartnern ausgetauscht werden. Und da ist es auch völlig unerheblich, ob ein zentraler Dienstleister für ganz Deutschland diese gesamte Marktkommunikation macht oder ob alle 800 Netzbetreiber und 150 Lieferanten und was weiß ich, wie viele Bilanzkreisverantwortliche und Bilanzkreiskoordinatoren das einzeln machen. An dieser Kommunikationsstufe kommen Sie nicht vorbei, denn daraus kommen die Basisdaten für die Geräteparametrierung. Also haben wir da eine Baustelle. Ich habe jetzt mal versucht, die üblichen Beteiligten an der Marktkommunikation aufzuzeichnen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit zu haben, und mit den Pfeilen hier darzustellen, wer zukünftig irgendwie Daten entweder aus dem Gateway haben will oder Daten bereitstellt, mit denen ein Gateway konfiguriert werden kann. Dass also das Gateway als Basisdaten braucht, Netzanschlussverträge oder Tarifierungen, Daten aus dem Gerätemanagement, wie der Zähler konfiguriert ist, der ja, wie gesagt, auch wieder einen anderen Betreiber hat.
dann muss das BSI, stellt diese RUCA zur Verfügung und dann gibt es immer noch diesen Gedanken, da, Herr Kleemann, haben Sie heute Morgen nichts zu gesagt, diesem Device-Kataster, was man sich überlegt, die Gateways in einen solchen Kataster zu führen. Also gibt es noch zwei Schnittstellen nach unten, die sind aber jetzt nicht so essentiell. Alle anderen, die müssen aber irgendwie ihre Stammdaten ja miteinander austauschen, damit wir ein konsistentes Bild haben. Wie kann das gemacht werden? Das ist richtig gesagt worden, das ist eine essentielle Aufgabe. Jetzt können wir uns entweder weitere Marktprozesse ausdenken und Datenabgleiche und noch weitere WIM-Formate und GPKE-Formate und all das machen, um das mit Schnittstellen miteinander auszutauschen. Das ist, denke ich, keine so gute Idee, das zu machen. Das muss man irgendwie anders machen. Diese Kommunikations- und Diensteplattform ist ein solcher Ansatz. Wir als Unternehmen, wir wollen ja jetzt auch was bauen, was man dann benutzen kann und was wir auch dann verkaufen können, denken, dass in diesem Gateway-Zeitalter essentiell diese Marktkommunikation und der technische Betrieb viel näher zusammenwachsen müssen. Das heißt, wir stellen uns eine Stufe vor, in der eine Software integriert diese Stammdatenaustausch, Marktkommunikation und die Kommunikation mit den Geräten leistet. Das ist so die generelle Idee, die wir haben, um zu vermeiden, dass wir jetzt noch viel mehr Schnittstellen bekommen und viel mehr Schnittstellen vor allem einrichten müssen zwischen den Unternehmen und Marktpartnern und das dann eben alles auch noch austesten müssen. Trotzdem haben wir im Design dieser Lösung, dieser IT-Lösung auch vorgesehen, dass Marktrollen hier auseinanderfallen können oder nach wie vor auseinander liegen. Das heißt, wir sehen, gelernt aus den Projekten in anderen Ländern, in denen man eben ausgerollt hat, und in Verbindung mit der gewissen Erfahrung, die wir haben in Deutschland mit Metering, Zählerablesung und auch Marktkommunikation, dass zukünftig ein MDM in der Mitte ein Stammdatenmaster im Unternehmen sein kann. Nicht muss, das muss man nicht zwangsläufig so organisieren, aber das MDM ist bei automatisch verbundener Technik immer so ein bisschen der Rechthaber. Ich mag diesen Begriff selbst nicht so, weil es diskriminiert auch die Systeme, die wir machen oder vielleicht auch Sie als Anwender, aber es ist ein bisschen so. Man hat zwangsläufig durch diese Online-Verbindung meistens Recht. Und deshalb muss man das verzahnen aus unserer Sicht mit diesen ganzen Aufgaben, die man drumherum hat, mit dem Gerätemanagement, dem Workforce-Management, den Prozessen, die man anbindet und auch der Kommunikation der Messsysteme. Um noch ein paar Randparameter aus unserer Philosophie oder aus unserer Analyse zu sagen, das mit dem IT-System und dem BSI-Grundschutz trifft aus unserer Sicht nur den Gateway-Administrator. Und wenn man das vernünftig konzipiert als System, betrifft es bei der Gateway-Administration, die ja auch wieder viele Einzelschritte hat, nur den Teil, der mit Schreibberechtigung Parametrierungen in das Gateway einspielt. In einer schlüssigen IT-Konfiguration versucht man also, und das ist unser Weg, diesen Teil dann so auszulagern oder so an das System anzuflaschen, dass man diesen isoliert in einer IT-Grundschutzumgebung betreiben kann. Den ganzen Rest, Stammdaten, Auswertung, auch die Konfiguration der Geräte, auch die Rechtsverhältnisse, wer darf welches Gerät wann wo benutzen, das muss nach unserer Lesart überhaupt nicht in einer Grundschutzumgebung betrieben werden, wenn man das in der Lage ist, logisch voneinander zu trennen. Im letzten Teil möchte ich dann auf das konkrete Beispiel zeigen, wie wir uns diese Lösung vorstellen, damit man dann etwas näher kommt. Natürlich werden auch andere Hersteller solche Lösungen anbieten, aber jetzt stehe ich nur mal für Görlitz hier und muss den Aufwand für den Sponsorbeitrag ja auch irgendwie wieder reinwirtschaften. Also ein bisschen was zu unserem Unternehmen sagen, Zählerfernablesung. Hier haben wir ein gewachsenes Know-how und hier haben wir jetzt eben auch die Erfahrung aus Projekten in sehr großer Skalierung, in denen wir das gelernt haben. Das heißt, wir fühlen uns in der Lage, das zu können. So sieht unsere Produktpalette dazu aus. Man sieht daran, eigentlich kann man das nicht mehr getrennt in Geräten und Software und IT denken. Und man kann auch nicht in der IT mehr getrennt Zählerfernablesung, MDM, EDM, Gerätemanagement denken. Man muss da, oder wir müssen da für uns einen größeren Schuh daraus machen, weil alle Funktionen, die man irgendwie einstellt und irgendwie verändert, die haben
die haben mit dieser Gateway-Administration zu tun. Wenn ich dem Kunden irgendwelche Informationen an seinem Display anliefern will, dann muss ich wissen, welcher Zähler das ist. Bin ich überhaupt dafür berechtigt? Darf ich das geben? Welches Tarifmodell hat er? Also muss man das irgendwie zusammenwachsend denken und konstruieren. Dadurch, dass wir aber auch FNN, Messsysteme 2020, diese Interoperabilitätsregeln geschaffen haben, kann man Einzelteile davon dann wieder mit Produkten anderer Hersteller austauschen. Aus unserer Sicht sind für das konkrete Produkt zwei Dinge essentiell. Das eine ist Skalierbarkeit. Es macht keinen Sinn, jetzt anzufangen, ein System aufzubauen, mit dem man, erstmal ein Pilotprojekt von 5000 Gateways abwickeln kann und dann als nächste Stufe vielleicht alle Kunden mit 6000 Kilowattstunden abwickeln kann und dann kommt die übernächste Regierung oder wer auch immer und sagt, wir machen das jetzt anders und dann wird die Skalierung wieder größer oder Netzgebiete wachsen zusammen. Also unsere Sicht ist, Skalierbarkeit eines solchen Systems unter Beibehaltung der Funktionen, das ist essentiell. Und das Zweite, was essentiell ist, ist eine Workflow-Organisation. Das kannten wir in unseren Produkten in der Vergangenheit auch nicht, dass wir alle Dinge, die einem solchen System passieren, als Prozess verstehen, der einen Anfang, der ein Ende hat und der Zustände hat. Und so haben wir ein System neu entwickelt oder neu aufgebaut, das eben eine unbegrenzte Skalierbarkeit hat und das eine Workflow-Organisation mit sich bringt, das also in solchen Prozessen denken kann. Ja, diese Skalierbarkeit ist heute gelöst, kann man sich bei uns auch am Messestand anschauen, hat auch damit zu tun, dass wir, ja, das sind auch Investitionen, die man machen muss in einer Testabteilung, in 10 hoch 7 Dimensionen Softwaresysteme testet. Diejenigen von Ihnen, die mit Softwaresystemen tiefer umgehen, wissen, was das heißt, welche Aufwendungen da dahinter stehen oder auch eine solche Workflow-Organisation, wenn stellen Sie sich allein einen Kundenwechsel vor, einen Lieferantenwechsel, wie in der Vergangenheit. Ja, da haben Sie bislang die Erklärung des neuen Lieferanten bekommen, da haben Sie die geprüft und bestätigt oder nicht bestätigt. Zukünftig muss dieser Lieferantenwechsel ja erst im Gateway hinterlegt werden. Der muss dort konfiguriert werden. Das heißt, Sie müssen technische Konfigurationsprozesse in den Marktprozess integrieren. Ja, Sie schicken die neue Konfiguration an das Gateway, warten auf das Acknowledge des Gateways, dass diese Konfiguration angenommen ist. Und erst dann kann der Lieferantenwechsel erfolgen. Genauso bei dem Zählerwechsel und allen, den allermeisten Prozessen, die eben auch einen Bezug auf dieses Gateway haben. Da muss man zukünftig diese Prozesse integriert miteinander verzahnen können. Deshalb haben wir im System jetzt eine komplette Marktkommunikationsstufe implementiert, haben also eine Marktkommunikation für Edifact und EBIX Nachrichten direkt in das quasi frühere ZFA-System, so kann man es sich vorstellen, hineingebracht, historisieren da die Stammdaten und haben eine direkte Verzahnung mit einem Gerätemanagement und können eben, wenn der Zähler kommuniziert mit einem Gateway, das auch immer in der Praxis überprüfen. Und wir können den höchstmöglichen Automationsgrad durch diese Online-Verbindung herstellen. Ich habe nicht mehr viel Zeit, deshalb gehe ich ein bisschen schneller drüber. Zweiter wichtiger Teil, Zählerfernablesung oder Zählerablesung, hat der Dr. Heul eben gesagt, gibt es zwei Wege. Auch beim Gateway wird es zwei essentiell unterschiedliche Kommunikationswege geben. Entweder Sie haben eine Kommunikationsanbindung direkt an dem Gateway, dann können Sie es Punkt zu Punkt verbinden, bekommen Nachrichten von dem Gateway, Wake-up-Calls und Daten. Oder das Gateway hängt an einem für Sie nicht direkt erreichbaren Kommunikationsnetz, einem Powerline-Netz oder ein VPN oder irgendein Netzwerk, das ein Dritter oder Sie selbst mit eben zusätzlicher Router-Technologie betreiben. Und für diese beiden Stufen braucht man unterschiedliche Kommunikationswerkzeuge. Die haben wir alternativ auch im System eingebunden, dass wir also entweder direkt Collector nennen wir das bei uns, mit Zählern kommunizieren oder Gateways in Zählern kommunizieren können oder über eine solche Head-End-Systemstufe indirekt kommunizieren können. Und ein dritter Punkt, der bei uns in der Entwicklung des neuen Systems eben wichtig war und den man essentiell mitdenken muss, vergleiche SEAS, 5-mal am Tag 400.000 Zähler, damit die Kunden die Daten auch live im Portal haben können, ist eine Portallösung direkt in das System zu adaptieren. Es macht keinen Sinn, eine solche Menge von Daten zu beschaffen, zu verwalten und zu verarbeiten und sie dann dem Kunden nicht zeitgerecht zur Verfügung stellen zu können. Das heißt, die direkte Integration eines voll skalierfähigen Portals in das System ist bei uns genauso wichtig.
Und in einer solchen Portallösung, die Sie ja auch kennen, ich habe jetzt gerade mein Smartphone am Tisch liegen lassen, haben Sie ja zukünftig auch zwei Zustände. Sie können in Ihrem Portal entweder die historischen Daten aus dem MDM-System anzeigen oder Sie haben diese Hahn-Schnittstelle, die jetzt neu eben beschrieben ist, mit der Sie Live-Daten vor Ort haben können. Und beides haben wir in dem System vorgesehen. Das heißt, in dem Portal haben Sie sowohl eine Ansichtmöglichkeit aus den historischen Daten, die zentral aus dem MDM-System gespiesen werden, oder von aktuellen Live-Daten, die man über die Hahn-Schnittstelle des Gateways direkt vor Ort, entsprechende Integration in das Netzwerk des Kunden natürlich vorausgesetzt, haben kann. Das heißt, der Kunde oder der Letztverbraucher hat sowohl Zugang zu seinen Echtzeitdaten, wenn Sie das konfigurieren, als auch zu den historisierten Daten. Damit zum Schluss schon, haben Sie die 26 Folien schon überstanden. Das heißt, aus unserer Sicht ist die Einführung von Smart Metering neben der logistischen und wirtschaftlichen Aufgabe, die sind beide zu lösen, führen die vor allem zu einem Zusammenwachsen von Metering-Anwendungen. Auch wenn wir ZSG, Zählerstandsgang, jetzt neu beschreiben, technisch ist es in Wirklichkeit RLM. Ja, und nichts anderes. Das heißt, der technische Aufwand dahinter ist der gleiche. Das heißt, nach unserer Erwartung wachsen diese beiden Märkte zusammen. Wir haben heute Erfahrung in großen Skalierungen und haben entsprechend ein neues, lieferfertiges Framework entwickelt. Müssen Sie nur noch kaufen und wir könnten das einbauen. Damit können wir die Details der Markt- und Prozessintegration umsetzen, aber die müssen noch beschrieben werden. Die gibt es noch nicht. Da stimme ich vor allem dem Herrn Reichkowski zu. Da geht noch eine ganze Menge Arbeit rein, denn die ist überhaupt noch nicht angefangen. Und um jetzt auch nochmal mit einem Lob auf den FNN und DKE und BSI und alle, die da gearbeitet haben, die technischen Spezifikationen des Gateways, die sind in einer Version 1.0, MS 2020, es wird jetzt auch bald fertig, die sind so fertig, dass man daraus Technologie bauen kann, entwickeln kann und produzieren kann. Aber dahinter die Marktkommunikation und die Einbindung in die IT, das ist die Herkulesaufgabe, die, das tut mir leid, so sagen zu müssen, noch nicht angefangen ist. Wir haben zumindest technologisch angefangen, dass wir das umsetzen können, aber das ist aus unserer Sicht die wichtigste Aufgabe für die nächsten Monate, das anzustoßen und für die nächsten, sagen wir mal, 2 Jahre, das auch genau zu spezifizieren und zu definieren. Und dann sehen wir uns vielleicht auf der nächsten ZMP in 2 Jahren wieder. Und dann haben wir schon die ersten Gateways draußen ausgerollt und die Marktkommunikation funktioniert. Und wir können hier zufriedene Kunden auf die Bühne stellen, die sagen können, wie viel Strom sie schon damit gespart haben. Und der Herr Klemann kann sich freuen, dass das alles doch nicht so viel gekostet hat, wie ursprünglich befürchtet. Und ja, in dem Sinne noch Ihnen eine gute Veranstaltung und danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Dr. Hoffmann. Nein. Sie bleiben doch noch hier. Nein, aber nicht Dr. Hoffmann. Da muss man ja heute vorsichtig sein. Also ich habe das. Hat man Ihnen den Doktortitel schon abgenommen? Nein, den hat man mir nicht abgenommen. Den habe ich haben nie. Sie Ghostwriter gehabt? Nein, habe ich auch nicht. Ich habe nie einen Doktortitel besessen. Hat man mir aber vorher gesagt. Hat man Ihnen gesagt? Ja gut, wir können ja mal drüber reden. Soll ich es Ihnen mal zeigen? Ja, wenn das da steht. Haben Sie noch Fragen an Herrn Dr. Hoffmann, steht hier. Wir werden mal der Sache auf den Grund gehen. Vielleicht haben Sie ja auch so indirekt mal den Doktortitel gemacht. Ich könnte mal in der Familie nachhören. Wir schauen einfach mal. Wir gehen der Sache auf den Grund. Haben Sie denn Fragen an Herrn Hoffmann? Er ist wenigstens ehrlich. Gegenüber vielen, die den Doktortitel vielleicht nicht zurecht haben. Ja, das steht jetzt auf dem anderen Blatt, aber... Gibt es Fragen aus dem Publikum? Ich sehe keine Meldung, dann danke ich Ihnen, Herr Hoffmann. Danke auch. Ich habe Sie auch als Herr Dr. Hoffmann eingangs vorgestellt. Das haben Sie dann auch gehört, oder? Da war ich noch zu nervös. Gut, okay. Aber jetzt bleiben wir bei Hoffmann. Dankeschön, Herr Hoffmann. Ich muss mich auch so bemühen, sportlich hier hochzukommen.